Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge affenartigen, großartigen Spaß-Show Ratchet & Clank 3 mit dem Zavex. Ich bin Quark-Äffchen, welchen Namen ich gerade nicht weiß, aber ich bin sicher ein Quark-Äffchen oder ein Kuh-Affe oder ein Quaffe. Ich bin ein Quaffe und mir geht sicher bestimmt weiter in der Nähe dieser tollen Folge, nachdem ich in der letzten Folge so viel krasse Sachen gemacht habe und ich guck gar nicht doof. Mit meinem einen Auge habe ich immer noch einen dreidimensionalen Blick, wo meine Bananen sich befinden. Und daher gehen wir jetzt einfach weiter. Ja, so sieht's aus. Gehen wir einfach weiter. Durch diesen Gang hier. Wir jetzt einfach weitergehen. Denn in der letzten Folge haben wir ja schon gewusst, wo sich Captain Quark befindet. Sind zu seiner Basis gegangen. Und die war echt krass bewacht mit echt vielen Gegnern. Ratchet ist so gerade seinem Leben, mit seinem Leben da entkommen. Und nun muss Clank natürlich den letzten Rest regeln. Hat er auch soweit geschafft und wir müssen noch die letzten kleinen Hürden überwinden. Und dann werden wir es bestimmt erfahren. Auch wenn ich das schon in der letzten Folge gesagt hatte. Ich hoffe, dass tatsächlich diesmal wird. Juhu. Es ist tatsächlich. Brenne, Äffchen! Brenne! Oh, das ist gemein. Da wollen wir. Wir wollen. Tierquälerei ist keine nette Sache. Das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Das ist auch nicht lustig. Ach ja. Okay. Tütüt. Geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Und dort ist Captain Quark im Pyjama. Yeah, wie versprochen. Und da steht unser Taxi schon bereit. Ja Mensch, ich freue mich. Hallo, Captain Quarky. Hey, Kleiner, wie hast du mich gefunden? Wir haben das geheime Videospiel gefunden. Das. Ich glaube kaum, dass ihr mich versteht. Ihr seht mich an und denkt bestimmt, ich würde alles für solch eine Figur geben. Für einen Tropfen seiner animalischen Anziehungskraft. Ein Quäntchen seines Makellos. Können wir das überspringen, bitte? Moment, was wollte ich sagen? Sexy, charmant, genial. Da, harter Bauch. Ah, ja, obwohl es den Eindruck macht, dass ich perfekt bin. Bist du eigentlich ein Waschlappen? Nein, nicht ganz. Als ich vom Kreuzer entkam, dem Tod um Nanosekunden entrann, da wurde mir plötzlich etwas Wichtiges klar. Ich hätte sterben können. Ich, Captain Quark, stellt euch vor, eine ganze Galaxie ohne mich. Und wofür das alles? Nur weil ein paar Trillionen Leute Roboter werden? Wie soll ich wissen, wer zum Roboter werden soll und wer nicht? Das ist erbärmlich, Quark. Und dich habe ich mal verehrt. Gehen wir, Clank. Die Einwohner der Galaxie brauchen dich, Quark. Sie glauben an dich. Du gibst ihnen Hoffnung. Du hast die Chance, dich zu bessern und der Held zu werden, der du immer sein wolltest. Bäm, da haben wir es Captain Quark mal so richtig gegeben. Na, fühlst du dich jetzt schlecht? Du hast uns wieder verarscht und... Hält mal deinen Hintern raus. Ja, deine Figur ist halt sehr muskulös. Mag auch nicht jeder. Manche mögen halt den dünnen, schlaksigen Typen. Ja, bin ich neidisch? Nein. So, ich gehe jetzt. Und rette die Welt. Ganz ohne dich. Bäm. Jetzt habe ich es dir gegeben. Jetzt siehst du das mal. Richtig ins Gesicht. Oh, kann man die Klamotten nicht anziehen? Oh, schade. Nun gut, wir gehen einfach wohl besser. Yay, aufs Taxi. Denn Taxiunternehmen sind überall, denn das sind wie kleine Aasgeier in Autoformat. Außer, dass sie hier nichts bezahlen wollen. Oder sie wollen was bezahlen, aber die Rechnung kam noch nicht an. Dann will ich ehrlich gesagt Ratchets Rechnung niemals bekommen. Nee. Dash. Oh, ich seh's grad. Nimm genug Geld für den Entenstrahl. Der Entenstrahler. Okay, und wisst ihr, was das heißt? Zerstöre deine Welt, Action. Ratchet, wo bist du gewesen? Wir waren bloß... Ach, egal. Die Phönix wird angegriffen. Unsere Schilde sind... Sascha! Bei 40%. Die künstliche Atmosphäre ist...
Ich glaube, sie... an Bord zu kommen. Nefarius macht sich offensichtlich Sorgen um die Disk. Alles tun, um sie wiederzuholen. Hey, Süßer, falls wir uns nicht wiedersehen, wollte ich dir nur sagen, dass... Ich hab sie verloren. Zünde den gravimetrischen Warp-Antrieb. Okay, wir müssen unverzüglich zur Phönix. Doch nicht mit was zerstöre deine Welt. Ich dachte, wir hätten jetzt so viel Spaß. Nun gut, dann retten wir halt das Mädel. Das macht auch Spaß, Mädel retten. Yeah. Hallo Phönix. Ich glaube, bei dir gibt's gerade ein bisschen Stress. Dann heben wir dich empor aus der Asche. Zur Rettung, zur Nettigkeit, zu Frieden und so. Oh, alles ganz schön rot hier. Was ab? Ist hier was? Ist was hier los? Ich mach euch jetzt alle zu Entchen? Euch Ninja-Bubis? Yeah. Das. So. Quack, 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 quack. So. So sieht doch schon mal eine Gefahr viel harmloser aus, wenn's einfach zu kleinen, süßen Entchens wird. Ja, wir können den Infektor theoretisch auch benutzen. Infektor! Level A. Ja, ist ja auch gut. Damit kann ich leben. Infektor noch mehr Level ab. Oh Gott. Tu uns nix. Mann, tu uns doch einfach nix. Oh, wir kriegen ganz schön viel. Ey, los, infektet euch. Das ist gut nett. Das. Infekte dich auch? Yeah. Weiteres Level up. Ein HP-Bonus. Schon 80. Das ist schon eine ganze Menge. So, welche krasse Waffe haben wir denn noch so? Wir haben noch die Saukanone. Saukanone. Als kleine Gegner einsam. Yeah. Die Waffe ist auch schwach geworden. Alles ganz schön schwach. Oh. Oje, 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 oje. Upp. Verdammt. Nichts trifft heute. So, infekte ich euch einfach erstmal. So, damit habt ihr dann nicht gerechnet. So, das ist doch schon mal. Und dann können wir nochmal einen Klufterzeuger erzeugen. Ein Klufterzeuger. Yeah. Das ist gut. Einfach rein mit dir. Einfach rein mit dir. Und wir haben schon wieder ein weiteres halbes Level. Die gehen. Ich glaube, viele Punkte. Spürt meine Segen der Zerstörung. Ich kann das genauso wie du. So, noch viel besser, denn ich treffe wenigstens. Yep, yep, yep. Bist du kaputt? Du bist kaputt. Oh, wir können gucken, ob wir eine neue Rüstung finden. Das wäre ja der richtigste Moment dafür. Aber leider. Leider nun. Nun, leider geht das nicht. Aber, ja, achso, jetzt. Die Munition können wir ja von dort jetzt kaufen. Und das da? Was war das noch? Das ist also ein Teleporter für die Wächter. Können wir eigentlich jetzt ein bisschen Videospiele spielen? Ich habe da keinen Bock mehr, gegen die zu kämpfen. Oh. Oh. Das ist ja doof. Okay. Dann rette ich dann doch wieder wie dich die Welt. Nachdem ich wieder ein paar Sachen gekauft habe. Kaufen, kaufen, kaufen. Kaufen, Konsum. Konsum ist wichtig für die Wirtschaft. Denn ohne den Konsum überlebt die Wirtschaft. Nicht? Jungs, das habe ich gesehen. Dann bringt es nichts, euch zu verstecken. Das ist sehr doof. Aber ich erlaube euch die Illusion. Da ist das, was gebracht hat. Nitro! Alle Kugeln Nitro! Distraction! Oh, das hat keinen getroffen. Jetzt, nee, hört doch mal auf. Ich sehe gerade, unsere Munition ist wieder am Ende. Das ist gut. Oh, da, es ändert sich jetzt. Wir haben wieder Munition! Beam! Beam!
Yeah! So geht das. Warte, mein Freund. Ich kann dich gerade nicht angreifen. Ich muss gerade Munition sammeln. Yeah, eine Nitrokugel. Boom. Beide ausgenockt. Yeah. Juhu, ein weiteres Level abgekriegt. Das läuft doch wie geschmiert. Und, oh, das ist stark kaputt. Na gut. Na gut. So, das sind kleine Männer. Die Süße sägen wir jetzt einfach. Süße sägen wir jetzt einfach von hier hinten. Alles tot? Psst, nee, Entschuldigung. Ah. Ja, ne, also. Treffen müsst ihr noch üben. Es ist schön cool, dass ihr die ganze Zeit hier so lustig herumspringt. Aber treffen. Es geht dann doch einzig allein um das Treffen der Waffen. Jetzt könnt ihr noch so cool sein. Das bringt nichts. Dann positioniere ich einfach Schuld hier hin und kann einen Lufterzeuger dahin knallen. Und hau dann Infektorkotze darüber. Einfach so. Ja, siehste, hab die selber nicht mitgerechnet. Ich auch nicht. Mensch. Dann ist das ganz schön cool. Kann man sich dann heilen. Von Heilungen, die ich nicht gesehen habe. Schießen wir euch hiermit kaputt. Ich brauche nicht euch abschießen. Nee, das lass ich. Lass euch. Ich troll euch. Yippie. Okay, ist gut. Ist ja auch mal gut. Wir müssen auch die starken Waffen hochleveln. Es bringt nichts, nur die Gubbelwaffen hochzuleveln. Das ist dann auch nicht ganz so klug. Weil ich das Entchen noch weiter hochleveln könnte. Künstliche Schwerkraft. Künstliche Schwerkraft? Nein! Ich will meine künstliche Schwerkraft besetzen. Uiuiui. Das war Munitionsverschwendung. Bäm! Oh. Boom! 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 Gott, der springt echt drüber. Echt, dieser Frechdachs hier. Geht ja mal gar nicht. Ach so, wir müssen... ein Rätsel. Das Rätsel lösen wir aber ganz geflotte. Indem wir einfach Gegenstände klicken. Nee, Geräte klicken. Und das war dann noch das unser erstes. Yeah, dann wird herumwirbeln. Und das... Ups, irgendwelche Sachen kaputt hauen. Ja, ist ja gut, ich passe schon richtig. Piep, 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 piep. Tada! Und die Tür ist offen. Ja, war super einfach. Dann gehen wir hier rüber und da drüber. Und sehen Leute. Und beschwören Kleinlinge. Macht alles besser, Kleinlinge. Zerstört sie. Habt kein Erbarmen. Macht sie kaputt. Macht sie alle... Oh, aua. Ich sagte, macht sie kaputt, bevor sie uns... Okay. Genug Witze gemacht. Jetzt kommt eins gemachte. Eingemachte Eimer. Ich mach mir gleich in die Hose. Danke. Oh, da ist noch tatsächlich noch ein Ninja übrig geblieben. Junge. Das geht doch nicht. Oh, wir haben da ein Munitionsdingsbums gekriegt. Das ist ja auch nett. Gar nicht gemerkt. Haben sogar gar keine Erklärung, was das ist. Überraschend. Haben wir es geschafft? Sonst haben wir die Welt gerettet? Oder wenigstens die Phönix? Das würde mich doch freuen. Oh. Okay, zu früh gefreut. Oh, alle. Das war zu hektisch. Das war genitiv zu hektisch. Wir haben... noch ein paar Freunde und den Infektor. Das muss doch klappen. Mit dem Infektor, das ist doch die beste Waffe ever. Was soll denn da schief gehen? So, jetzt haben wir sie infected. Jetzt könnte der Klufterzeuger sie wegsaugen. Ah! Ja, ne? Kombinationen sind... Bleib mal stehen. Bleib mal bitte stehen. Oh. Aber wir haben ein Level abgekriegt. Again. Ach ja, die können wir schlecht einsaugen. Soll ich noch ein Klufti erzeugen? Bist du dann zufrieden? Ich habe noch ein bisschen Infektor-Muni.
Für dich hier hinten auch. Also so ist es nicht. Ja. So ist es ganz einfach. Und sonst alle weg? Yippie! 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 Geschafft! Na, ihr habt euch aber Zeit gelassen! Hey, ich freue mich auch, dich zu sehen. Geht's euch gut? Uns geht's gut. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Und Glück mit der Datenskette? Glück, sagt ihr. Erl hat den Code geknackt. Auf der Diskette ist eine Kopie von Nefarius' Schlachtplan. Er wird einen Planeten nach dem anderen angreifen und nur Roboter zurücklassen. Der Bio-Obliterator ist so gut geschützt. Nefarius glaubt nicht, dass wir ihn aufhalten können. Können wir? Ich schätze unsere Chancen auf etwa 1 zu 63 Millionen. Pi mal Daumen. Hey, das klingt ja gar nicht so schlecht. Der Bio-Obliterator lädt seine Energiezellen nach jedem Angriff wieder auf. Im Moment tut er das auf dem Planeten Korus. Und Ratchet, sein nächstes Ziel ist Veldin. Okay. Nun hat unser Held auch einen Grund, sehr aggressiv gegen Dr. Nefarius zu sein. Denn wenn der Heimatplanet von Ratchet bedroht ist, dann gibt er richtig Gas. Das sollten sich die Bösewichte niemals in den Kopf einfallen, den Planeten anzugreifen. Nee. So, also werden wir dann bösen Kotze noch umschleudern. Und die Folge war dann erstmal für heute abschließen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann schaltet einfach in der nächsten Folge ein und dann geht es direkt hier weiter. Mit den wunderbaren Action-Spaß auf The Red Sheets. Mit den ganzen Beep-Boop-Beep-Boop hier. Das ist ja echt krass, das Beep-Boop hier. Alles klar. Ich bin Sarvix. Und ich bin nun raus. Ciao!